Hallo zusammen. Heute mal ich, da Holger nämlich heute auf einer Flugschau ist. Hier ein paar Bilder. Deswegen vertrete ich ihn heute und mache die Runde heute mal mit euch. Wir waren die Woche campen. Auch hier mal ganz schnell ein paar Bilder für euch, ein paar Eindrücke. Und ja, was ist sonst passiert? Generell war die Woche über recht kühl für unsere Verhältnisse hier. Es war zwar so um die 20 Grad, aber es fühlte sich doch recht frisch an. Wir sind hier am Montag aufgebrochen. Da habe ich vorher noch mal Erdbeeren gepflückt, knapp 4 Kilo. Und dann waren wir sind Freitagabend wiedergekommen und dann habe ich Samstag wieder Erdbeeren gepflückt und da waren es über 5 Kilo. Ich habe mal gerade in die Statistik geguckt. Ich pflücke jetzt seit dem 18. Mai Erdbeeren und habe fast 18 Kilo mittlerweile geerntet. Die Tiefkühltruhe füllt sich und ich schaue mal, was ich daraus mache. Ansonsten habe ich am Samstag, also gestern, dann, weil es nachmittags geregnet hat, ordentliche, ich glaube, knapp 20 Liter den Holunderblütensirup eingekocht und heute habe ich aus dem Fruchtpüree, was übrig geblieben war, vom Sirup einkochen. Holger hat euch da letzte Woche Bilder gezeigt. Ich hatte die Gefriertruhe geleert, also die Beeren aus dem letzten Jahr, alle eingekocht und habe daraus Sirup gemacht. Und das Püree hatte ich wiederum eingefroren und habe es jetzt wieder aufgetaut und versuche gerade in meinem Dehydrator, Entfeuchter, wie auch immer, wie heißt das denn? Schreibt es mir gerne in den Kommentar, was heißt das denn in Deutsch? Auf jeden Fall ist das gerade hier im Bild. Versucht das gerade zu trocknen. Ich versuche da so Fruchtbrot, hat meine Mutter dazu oder sagt meine Mutter dazu. Ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Man wälzt es dann noch in Zucker und ist dann eine Süßigkeit. Ansonsten, ja, gucken wir uns einfach jetzt mal den Garten an. So, hier vorne fangen jetzt die Echinacea an zu blühen und die Sonnenblumen kommen jetzt ganz schön und die Gladiolen auch. Hier diese Spiderwort. Hier blüht die Echinacea schon richtig schön und drüben im Rondellbeet blüht sie noch viel mehr. Die Lilien, die Tageslilien blühen jetzt sehr schön hier im Beet und auch vorne im Rondellbeet. Nochmal Echinacea. Und ja, hier drüben im Beet passiert noch nicht ganz so viel. Die Spirea blüht. Und die Echinacea fängt jetzt hier auch an zu blühen. Ansonsten ist das hier eher ein Herbstblühbeet mit den Astern. So, hier im Mittelbeet oder im Porchbeet ist eigentlich nicht viel zu sehen. Die Rosen blühen jetzt. Aber hier im Rondellbeet ist alles explodiert. Die fette Henne hat schön Knospen angesetzt. Und die Echinacea blüht hier jetzt schon sehr schön. Da wird noch sehr, sehr viel mehr die nächsten Tage aufgehen und dann hier noch mehr blühen. Auch die Tageslilie hier blüht schon sehr schön. Und demnächst werden hier jede Menge Rudbeckias aufgehen und dann wird das hier alles sehr gelb werden. Okay, hier wieder nur die Rosen. Tageslilie. Der Salbei hier vorne blüht jetzt.
Und ansonsten werde ich mich heute auch mal ziemlich aufs Gemüsebeet konzentrieren. Auch hier die Tageslilie, weil doch da einiges passiert ist in dieser Woche. Die Brombeere hat Holger euch ja schon gezeigt. Die blüht wie verrückt und wenn man hier guckt, die hat richtig schön schon angesetzt. Also mit Brombeeren, wenn wir uns totschmeißen können dieses Jahr. Okay, dann gehen wir mal rein. Der Holunder blüht auch noch sehr schön. Aber ich habe einfach jetzt so viel Sirup schon durch die ganzen Beeren. Und ich werde sicherlich noch ein bisschen Erdbeersirup auch noch einmachen, dass ich jetzt nicht mehr Holunderblütensirup einmache. Ich habe jetzt schon ein paar Liter und das sollte dann reichen. Die Hortensie hat jetzt angefangen zu blühen. Da ist eine Blüte und da drüben ist eine. Und ich hoffe natürlich, dass im Sommer da noch sehr viel mehr kommt. Ja, hier vorne ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie die hierher gekommen ist, eine Coreopsis aufgegangen und hat schon angefangen zu blühen. Hier blüht schon eine Ringelblume jetzt und ansonsten sind hier Löwenmäulchen am Blühen. Und eine einzelne Kornblume, Sonnenblumen. Und dann hier dieses Beet, dieses ganze Konvolut, das sind alles Kornblumen und Sonnenblumen. Und die Kornblumen blühen schon sehr schön in Blau und Rosa und Weiß und da drüben noch in Lila. Das ist hier immer so ein bisschen kleine chaotische Ecke, aber ich mag das eigentlich ganz gern. Die Spirea hier ist explodiert, sehr viel schon verblüht, aber blüht immer noch. Das ist diese chilenische Evans, wie auch immer man es ausspricht. Die hat sich schon verbreitet und hätte ziemlich schon eine zweite Pflanze gebildet. Blüht hier, hier ist noch ein Salbei. Den hat es beim Regen leider gestern auseinandergedrückt. Aber das schadet ja nicht, er blüht trotzdem schön. Mein Phlox blüht noch nicht. Kommt aber sehr schön. Im anderen Beet ist der leider irgendwie eingegangen dieses Jahr. Weiß ich nicht warum. Hier die Spirea auch explodiert. Okay, um die Ecke gehen wir jetzt nicht, weil da eigentlich nichts passiert ist. Nichts großartig dazu gekommen ist. Die Apfelbäume habe ich heute mal ein bisschen geschnitten. Das Wetter war ganz gut heute Morgen. Die Sonne war noch nicht da. Es ist heute nicht so heiß, deswegen habe ich mal ein paar Wassertriebe abgeschnitten. Ich blende euch mal hier ein kleines Video ein, was ich heute Morgen gemacht habe, nachdem ich sie geschnitten hatte. Und ansonsten, jetzt wo das unnötige Grün quasi weg ist, sieht man auch die Äpfel ein bisschen besser. Die sind schon ganz schön. Ja, und die anderen Bäume sehen genauso aus. Am Pfirsichbaum oder an den Pfirsichbäumen habe ich nichts gemacht, weil die einfach ein bisschen Kraft verloren haben. Dadurch, dass sie das Laub verloren haben durch die Pilzerkrankung, wollte ich ihnen jetzt nicht zu viele Triebe nehmen, dass sie ordentlich Blattgrün haben, um ein bisschen Sonne zu tanken. Mein Blühstreifen hier ist jetzt wunderschön. Ich habe ganz viel Schafgarbe in unterschiedlichen Farben, in Weiß, in Hellrosa und Dunkelrosa. Die Bartnelken habe ich ja in unterschiedlichsten Farben. Hier gehen demnächst die Rudbeckias auf. Hier blühen Margariten. Das hier sind auch Coreopsis. Bisschen andere Farbgebung als die, die vorne an der Terrasse ist. Hier ist eine Bergamotte. Ja, noch mehr Coreopsis. Von hier sieht man ganz schön alles, was hier so grün ist.
Das sind alles Himbeeren. Und ich zeige euch gleich mal von der anderen Seite, dass wir schon die ersten Früchte haben. Die muss ich heute Abend noch pflücken. Habe ich noch nicht gemacht. Und auch hier jetzt einmal Close-up hier an die schwarze Himbeere. Die ist der Hammer. Die sind so voll. Das werden auch Kilo werden. Dann hier die Blanket Flower blüht jetzt. Ich mag die so gerne. Erinnert mich so ein bisschen an Indian Summer. Ja, mehr Schafgarbe. Und letztlich wiederholt sich das dann so ein bisschen rund um das Gemüsebeet. Hier ist noch ein bisschen, das ist die hellrosane, die dunkelrosane, die habe ich hinten am Haus. So, hier hat Holger das Wort Opferpflanzen schon mal verwendet. Das sind Kürbisse, nicht Melonen und auch nicht Zucchini, das sind Kürbisse. Ich mag Kürbisse nicht besonders. Hier gibt es Käfer, Squashbugs, also Kürbiskäfer, die einerseits, die heißen Squash-Weinbohrer, die gehen also hier rein und machen quasi die Lebensader kaputt von Zucchini, Gurken, Kürbissen, Melonen. Ihre Lieblingspflanze sind aber der Kürbis oder ist der Kürbis. Das heißt, Zucchini, Gurken, Melonen sind nur zur Not, wenn Kürbisse halt nicht vorhanden sind. Und also da gibt es einmal diesen Weinbohrer und dann das andere sind die Squashbugs. Die gehen nachher an die Früchte dran und bohren da quasi rein und ernähren sich von dem Saft der Kürbisse. Und wenn es halt keine Kürbisse gibt, dann machen sie das mit Zucchini oder mit Melonen. Da ich aber Wert auf meine Melonen und auf die Zucchini lege, pflanze ich immer Kürbispflanzen als Opfer quasi. Weil, wie gesagt, auf die Kürbisse lege ich nicht so einen Wert. Wenn nachher was übrig bleibt, nutze ich das für Halloween-Dekoration. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Aber sie halten mir halt die Schädlinge von meinen Melonen und von meinen Gurken ab. So, die Paprika. Die sind richtig schön explodiert, seit wir weg sind. Die Pflanzen sehen nicht zu gut irgendwie aus. Die Blätter lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Aber sie haben wahnsinnig angesetzt. Also wir haben ordentlich Paprika, so ein paar Banana Peppers, die ich euch gerade gezeigt habe, diese roten, gelben. Und auch hier die Shishito Peppers. In Deutschland gibt es so Bratpaprika, die sind denen sehr ähnlich, geschmacklich wie auch vom Äußeren. Die könnte ich tatsächlich schon ernten. Auch hier nochmal, man sieht, Banana Pepper hängt total voll. Die hier auch, ja, mehr Paprika als eigentlich Blätter. Hier Paprika. Hier drüben auch, die hat auch mehr Paprika als Blätter. Also Paprika ist sicherlich, wird eine sehr gute Ernte. So, die Himbeeren wollte ich euch noch zeigen. Da sind schon die Himbeeren. Es fängt an. Und die meisten ernte ich hier eher später, von August bis Oktober, weil die meisten meiner Himbeeren so eine spätere Sorte sind. Aber so ein paar habe ich dann auch schon ja, ab jetzt quasi bis August eigentlich dann durchgehend, bis es dann anfängt zu frieren. Das sind meine schwarzen Johannisbeeren. Hier, eine Pflanze hier, die setzt immer richtig gut an. Die andere nicht so, aber hier werde ich doch einiges ernten. Oh ja, hier drüben alles voll. Und die roten haben ein paar Büsche auch richtig gut angesetzt. Ein paar nicht so. Das hier ist eine von den besseren. Hier, die Alpinen. Ja, Quenny, die sind so zuckersüß. Das ist mein Knoblauch. Der braucht noch so einen Monat. Den ernte ich im Juli. Und hier, zwischen all den Radieschen,
die waren halt in der Komposterde drin, weil ich die immer zur Blüte oder ja, ausschießen lasse, um die Blüten zu haben. Weil ich aus den Samenkapseln Salat mache, sehr lecker. Und zweitens, die Bienen, die Blüten einfach wahnsinnig lieben. Also hier zwischen den, also deswegen habe ich so viele Radieschen im Kompost, in der Komposterde, weil ich die mal halt in die Samen gehen lasse. Grüne Bohnen wachsen hier zwischen. Werden sich sicherlich gegen die Radieschen noch durchsetzen können. Ansonsten ziehe ich die Radieschen auch ein bisschen raus. Hier sind noch mehr Paprika. Okay, ja, der Lauch kommt jetzt auch ganz gut. Hier wächst ein Ahorn, den ziehen wir mal raus. Der Blumenkohl wird, glaube ich, leider nichts. Ich habe schon zwei gezogen, den hier werde ich auch demnächst ziehen müssen. Und ich schätze, der wird auch nicht schmecken. Leider bilden die keinen Kopf, sondern schießen auch aus. Dafür habe ich ein paar gute Kohlrabi, die kann ich bald ernten. Das hier ist die Zucchini. Die habe ich zusätzlich noch geschützt, indem ich in den gleichen Topf Pfefferminze gepflanzt habe. Das soll angeblich diese Weinbohrer abhalten. Schauen wir mal. Da sehe ich aber eine Verletzung hier am Stamm. Vielleicht ist da schon einer drin. Gucken wir mal, ob das hilft mit der, das hier ist auch eine Zucchini, mit der Pfefferminze dabei, um diese Bohrer abzuhalten. Naja, gucken wir mal. Ja, was gibt's noch? Oh ja, ich habe Gurken schon. Oder wir haben schon Gurken. Und wir haben, wie ich ja schon erwähnt hatte, Erdbeeren ohne Ende. Überall Erdbeeren. Ich pflücke jeden zweiten Tag. Und dennoch ist hier alles rot, obwohl ich erst morgen wieder pflücken werde. Alles rot. Und hier sind die Gurken. Das hier sind Schlangengurken. Da sind schon eins, zwei, drei. Schon sehr schöne. Die anderen haben auch schon angesetzt. Das hier wird eine Überraschung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich das hier angepflanzt habe. Welcher Samen aufgegangen war. Da ist auch schon eine Gurke. Und die anderen haben hier halt auch schon angesetzt. Ansonsten, ja, auch hier, der Kürbis wird ausschießen. Ja, da drüben ist schon ausgeschossen. Kürbis, Blumenkohl. Das hier sind Kidneybohnen. Die kommen ganz schön. Und dahinter seht ihr meine Tomaten. Die haben sich richtig schön gemacht. Da sind jetzt ein paar schon sehr, sehr schön stabil und haben sich auch schon verdreifacht. Und hier sieht man ja auch, dass sie schon blühen. So ein paar hängen mir noch ein bisschen durch und haben noch, sind noch nicht so richtig durchgestartet. Aber der Großteil läuft eigentlich. Und ich habe hier in diesem Tomatengang, wie ich ihn nenne, noch Platz. Da sind jetzt vielleicht so 30 Tomaten bisher gepflanzt. Aber da sind auch leere Plätze. Und da kommen dann später zum Beispiel die hier hin. Ich habe immer jedes Jahr unendlich viele Tomaten, die ebenfalls durch die Komposterde, also die schlechten Tomaten gehen halt in Kompost, dass überall Tomaten aufgehen. Und die stärksten Pflanzen, die sie sich besonders gut machen, die kommen dann halt hier in meinen Tomatengang. Und wenn sie nicht zu doof irgendwo im Garten stehen, lasse ich sie dann da auch stehen. Hier zwischen den Bohnen habe ich noch Dill ausgesät. Der kommt jetzt auch schon ganz schön. Ja, Rucola habe ich sowieso überall. Und ich glaube, das war es dann eigentlich schon so, was ich euch erzählen wollte, was das Update diese Woche angeht. Ja, hier auf der Seite Blumen, eigentlich das, was auf der anderen Seite auch steht. Ein paar Balkenhecken, ein paar Margeriten, Rudbeckias. Das hier ist Milkweed, das brauchen die Monarchfalter, einheimische Pflanze hier, das sind Astern und noch mehr Schafgarbe. Da sind Sonnenblumen dazwischen, Kornblumen, da ist nochmal fette Henne, also Steinkraut, mehr Schafgarbe
Und dann habe ich immer wieder Nachtkerzen auch dazwischen stehen, wieder Rudbeckias. Also das wird hier demnächst richtig schön blühen. Ja, sonst haben wir, glaube ich, nicht viel mehr zu zeigen. Ach so, ich glaube, das Rondellbeet haben wir euch noch nie so richtig vorgestellt. Holger hat, glaube ich, schon mal gesagt, dass da drunter unsere Pumpe ist, die wir unter dem Plastikstein hier in der Mitte versteckt haben. Da ist ein Plastikstein. Den kann man hochheben und darunter ist unser Brunnen und unsere Pumpe quasi. Ansonsten ist es so ein bisschen mein Kräuterbeet. Ich habe hier Echinacea stehen. Das hier, das alles ist mein Oregano, der total explodiert ist. Der zerquetscht leider komplett meinen Schnittlauch, der dahinter ist, versteckt. Hier sollten eigentlich Ringelblumen aufgehen. Die tun sich wohl ein bisschen schwer, weil sie von dem Oregano zerdrückt werden. Dann habe ich hier Thymian, der immer noch wunderschön blüht. Auch ein Riesending. Hier ist die dunkelrosa blühende Schafgarbe. Und dann war hier eigentlich ein Phlox. Da ist nur noch ein Stängel von über. Das war hier die ganze Ecke. Der ist irgendwie eingegangen oder geht gerade ein. Dann habe ich hier nochmal Bergamotte. Und hier die Spiderwort, diese Eintagesblume. Ja, und das war's dann heute eigentlich. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ist das Video auch einen Tag später hochgeladen worden als normal. Sonst kommt es ja immer Montag. Jetzt wird es wahrscheinlich, also heute ist Sonntag. Und normalerweise schneidet Holger Sonntag dann alles zusammen, inklusive der Wetterdaten. Das wird er wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Wie gesagt, er ist auf dem Fluchttag, sollte jetzt jede Minute zurückkommen. Aber es ist halt schon ein bisschen später und wird er wohl nicht schaffen, dass es morgen, also Montag, schon hochgeladen wird. Ich hoffe es ist okay, dass es erst am Dienstag gekommen ist. Dafür könnt ihr euch sicherlich auf ein Flugshow-Video demnächst freuen. Dann wird Holger jetzt den Part mit den Wetterdaten machen und ich sage tschüss, bis demnächst mal. Tschüss. Hatte ich doch eine Sache glatt vergessen. Und zwar wollte ich euch unsere Maulbeeren zeigen. Den Baum hatten wir euch ja schon mal gezeigt. Und jetzt sind die ersten Früchte reif. Und der ganze Garten ist voller schwarzer Beeren. So, hier sind keine schwarzen Beeren dran. Ich habe heute schon ein paar gepflückt und gegessen. Ich weiß, ich hatte gesagt, wir haben ein Abkommen mit den Amseln, mit den Vögeln, dass wir ihnen die Beeren lassen, aber ich habe heute ein paar einzelne dann mal gegessen. Wie ihr seht, ist wirklich alles voll. Der komplette Baum, sämtliche Äste hängen nur so voll mit Beeren. Die werden jetzt die nächsten Tage und Wochen Stück für Stück reif. Und ich nehme mal hier eine ab, dann seht ihr, wie die größer ist. Ist sie runtergefallen? Okay. Ich pflück mal eine andere. So, die sind gar nicht mal so groß, also gar nicht irgendwie Brombeerengröße oder so, deutlich kleiner. Aber sie sind zuckersüß. Ich finde ja, dass sie ansonsten nicht viel Geschmack haben. Sie sind hauptsächlich süß, haben aber wenig Eigengeschmack. Und ich weiß nicht, ob man das auf dem Video jetzt so sieht. Aber die Äste sind wirklich alle komplett voll. Ja, das wollte ich euch eben auch mal einmal zeigen. Und jetzt sage ich aber tschüss, danke fürs Zuschauen und jetzt kommt Holger mit den Wetterdaten. Tschüss! So, hallo zusammen. Wie Susanne ja schon gesagt hat, war ich auf einem Flugtag in Terre Haute und bin halt deswegen ein bisschen später am Abend zurückgekommen, sodass es das Video halt einen Tag später gibt. Aber kommen wir jetzt zu den Wetterdaten. Die Höchsttemperatur der vergangenen Woche war 24,9 Grad. Die tiefste Temperatur war 10,2 Grad und wir hatten nur einen Average, also eine durchschnittliche Temperatur in der Woche von 17,9 Grad. Die Woche davor lagen wir noch gut in den 20ern.
Die höchste Windgeschwindigkeit war 40,4 km/h und es gab auch einiges Regen, wobei es den halt leider erst so richtig zum Ende der Woche gab mit 28,93 Litern. Schauen wir uns jetzt die Temperaturkurve an, kann man gut sehen, dass die Woche doch einiges kühler war wie die Wochen davor. Es ist zwar tagsüber auch immer noch über 20 Grad drüber gesprungen, aber es war halt, die Nächte waren wieder kühler und wir waren weit entfernt von den Temperaturen vorher. Glück hatten wir, dass wir einiges südlicher waren beim Camping, sodass wir doch ein paar Grad mehr hatten. Es war zwar auch nicht so warm, wie es da sein sollte, aber immerhin ein bisschen wärmer wie hier bei uns in der Ortschaft. Was den Wind anging, gab es wohl die ersten Tage in Wilkinson ordentlich Wind und man kann gut sehen, dass es wieder fast an die 40 km/h rangegangen ist. Und erst ab der Wochenmitte ist es dann wieder etwas windstiller geworden. Ja, bei Wind eigentlich wie gehabt. Irgendwie gab es auch diese Woche wieder Wind aus allen Richtungen. Was auch dann dafür verantwortlich war, dass das Wetter halt ein bisschen kühler war und ein bisschen unbeständiger. So, und jetzt fängt zwar gerade mein Nachbar mit dem Rasenmähen an. Ich hoffe mal, dass das nicht zu arg stört. Dann gehen wir mal rüber zu den Regendaten. Es gab kurz bevor wir losgefahren sind etwas Regen. Wir sind ja am Montag gestartet. Dann gab es unter der Woche wohl noch mal ein paar Tropfen. Und jetzt halt am Wochenende gab es endlich mal wieder richtig viel Regen. Was dann dem ganzen Garten wieder richtig gut getan hat. Und schaut man sich die Sonneneinstrahlung an, so hatten wir halt am Anfang der Woche, am Montag, um die Mittagszeit mal einen kurzen Einbruch. Das war da, wo es ein bisschen geregnet hat. Dann war die Woche über so die ersten Tage ganz gut Sonne, ist dann ein bisschen drüber geworden zum Wochenende hin, aber nicht viel, also so leichte Schleierwolken vermute ich mal. Und der Sonntag war eigentlich ganz gut, hatte aber zwischendurch wohl auch mal so ein paar Eintrübungen. Das hat ein bisschen später angefangen, dass die Sonne aufgegangen ist. Und dann sind wohl zum Abend hin wieder ein paar Wolken durchgezogen. Wobei zu dem Zeitpunkt, wo meine Frau das Video gemacht hat, war es dann wohl gerade mal richtig gut. So, das waren die Wetterdaten. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.